So, herzlich willkommen zur Folge. Wir joinen, machen 101. Man kann sich bewegen. Lassen wir ihn enden. Das ging sneakig. Das Problem ist ja, dass der Typ so richtig weit weg ist. Aber in 20 Minuten sollen wir das schaffen. Der läuft ja schon hoffentlich. Ich habe gar nicht so viel Angst davor, dass ich sterbe. Also schon, also der Hauptgrund, wofür ich Angst habe, ist, dass ich sterbe, weil mich mein Mate dann komplett auseinander nimmt. Ist halt nur voll Iron, aber ich mache halt ein Viertel und das in Engine, also. Ja, aber er hat auch keine Gips. Also. Wenn ich das verliere, dann bin ich offiziell der schlechteste Spieler der Varus-Szene geworden. Ist gar nichts gegen ihn, aber. Das müsste ich eigentlich gewinnen, sag ich mal so. So, minus 1000 und 1000. Ich glaube, erstmal kurz unsere Team-Tschüss. Die müsste eigentlich in die Richtung sein, oder? Ja. Ich habe gar keine Ahnung, was da drin ist, aber vielleicht bräuchte ich da irgendwas draus. Ja, guck. Hose habe ich. Gaps habe ich nochmal. Ich mein letztes Eisen dafür drauf machen. Dass wir Eisenstuff machen.
weit weg vom Spawn. Ich bin die ganze. Das Ding ist halt, eigentlich ergibt es keinen Sinn für den Kill. Weil ich laufe jetzt, aber er ist halt der Einzige, der fighten wollte. Und deswegen habe ich jetzt nicht gesagt, ja, okay, weil du jetzt so weit weg bist, sage ich, mache jetzt nicht. Aber ich laufe jetzt praktisch zwei Folgen lang für einen Kill. Wobei ich glaube, ich schaffe es auch wieder zum Spawnen der Folge. Ich glaube nicht, dass es dann fight. Also entweder sterbe ich halt. Oder also der Fight ist auf jeden Fall schnell zu Ende. So viel ist klar. Habe ich den Ensch? Ja, habe ich. Stimmt, Moment, hat er auch einen Kill gemacht. Der Ben, der Alex, der sieht er ja auch da rechts. Muss ich nachlegen. Leute. Null und 1000, will ich mich verarschen? Ist der Typ geistig? Nö, du Fettsack, du, aber der ist so. Digga, warum ist er denn jetzt da? Er hat mir ganz andere Rekords geschrieben gerade. Digga. Junge, ich habe heute jetzt eine Million oder später abgeschickt. Ist mir gar nicht gut ausgegangen. Ich glaube, der Name macht ihm dieses Paar wieder alle Ehre, kann ich mir vorstellen. Ich weiß gar nicht, was ich hier tue. Das will ich halt gar nicht zu spawnen, leider. So ein Party-Crusher, der Bastard. Spaß! Also, ich verstehe aber nicht, was die alle immer mit ihren Chords haben. Gegen alle Solos, die ich weiß, die haben immer irgendein Problem mit Chords sagen. Der hat halt hoffentlich hat er Bücher. Das wäre krass, wenn er Bücher hat. Ich glaube, der hat nämlich gestartet. Boah, das wäre richtig big.
der kann auch eh nochmal schauen. Oh, Digga. Oh nein, das war's. Ich wurde schon rumgebackstabbt. Der Lapis? Schön. Da kurz greif ich an. Okay, gibt's auf jeden Fall. So. Digga, ich töte ihn jetzt einfach von hinten, das wär's. Unnötig, dass er so die Hälfte der Arme auszieht, also als ob es das sich davon abhält, dass ich ihn töte. Ah, aber relativ knapp so. Also, das ist relativ knapp, aber knapper als ich es eigentlich wollte. Das hätte auf jeden Fall besser gegeben. Oh mein Gott, 33 Bücher. So geil, danke. Oh mein Gott, danke, dass du gefightet hast. Weil eigentlich wollte er gar nicht mehr mitspielen. Also, er hat schon aufgehört zu spielen. Aber er ist jetzt extra für den Fight hier nochmal draufgekommen. Ich dachte ganz kurz. Ja. Ja, wirklich. Das Problem ist, ich hatte nicht Angst unbedingt, weil ich jetzt gedacht habe, es ist jetzt irgendwie noch eine große Chance habe zu sterben. Aber wirklich einfach, weil ich gar keinen Bock hatte, irgendwie aus irgendeinem Scheißgrund zu sterben. Und dann. Ich hatte keine Zeit mehr. Also hätte ich mich voll albern gemacht. Ich hätte das auch anders ausgehen können. Video auf jeden Fall. Und der hat mir geschrieben. So. Pen and Pearl jetzt. Damit will ich ja jetzt nicht direkt sagen, dass ich zum Spawn gehen kann, aber auf jeden Fall in die Nähe. Ich kann noch ein bisschen Food hier rum. Ich glaube, ist doch wieder Äpfel angefahren und gesagt, der andere hatte Gold. Und wenn er einen gekillt hat. Food für Signale sammeln. Ich hoffe, du gehst alles zurück, was ich gesagt habe, dass es sich nicht lohnt, zwei Folgen hier zu laufen. Ja, jetzt können wir durchfahren.
mit den Büchern. Es hätte sich auf jeden Fall zeitlich. Also selbst wenn ich jetzt diese Folge nicht gekommen wäre, hätte ich halt noch eine gemacht. Also es hätte sich immer noch gelohnt. Ich denke auch nicht, dass Roma mich jetzt fighten würde. Weil, also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob Fischi eine Folge hat. Ich meine, zur Not würde er natürlich Strike angehen. Aber es kann natürlich auch sein, dass Fischi jetzt gerade nicht kann oder so. Ich glaube einfach nicht, dass er das macht. Ich glaube, der ist jetzt nur drauf, weil Fischi eben schon drauf war. Zum Farmen jetzt. Oder ich weiß gar nicht, ob der Mate Fischi ist. Ich nehme das die ganze Zeit an. Über allen Willen, weißt du, ich dachte, dass das war so aussichtsreich für uns wird. Okay. Wir haben ja schon getötet eigentlich. Jetzt noch 2 Kills gemacht. Und ich meine, wir sind wieder zurück im Game um den Sieg, würde ich sogar fast sagen. Ja, noch nicht ganz mit unseren Eisenschwertern, aber das ist auf jeden Fall besser. Ist ja auch nicht der frühere Film, ne? Dass man ein Eisenschwert habe und vielleicht nicht alles mit meinem Eisenschwert angreifen sollte. Gewonnenen Spawn? Nein. Das ist Spawn. Ich weiß auch nicht näher dran, ist das hier. Richtig in unser Team, dass es passt. So, das war's mit der Folge. Kill gemacht und Bücher zurückgewonnen. Ciao.